Grüß Gott miteinander bei Begegnung am Berg. Ländle TV ist wieder unterwegs. Heute ganz sportlich. Wir sind in der Wiege des Montafons, Bartlomeeberghober. Und heute aber mein Gast, mein heutiger, der ist fünffacher Sportler des Jahres. Er ist dreifacher Weltcupsieger. Und alle kennen den. Der Alessandro Izzi Hämmerle. Servus Izzi! Grüß dich, Franz! Hei. Steht er gut, so Brett, muss gell? Ich sagen. Ja, der Bretthalter. Mehr kann ich nicht. Gell? Aber dir steht Weltcup-Kugler gut. Ja, dir gefällt Snowboard mir World Cup, ist schon toll. Ja, Wahnsinn. Aber die wird ein bisschen schwer sein zu mitnehmen. Die lassen wir gescheiter da. Ja, aber dass du uns gezeigt hast, ist schon schön, oder? Das ist schon speziell, oder? Das finde ich schon lässig. Und wir gehen jetzt auf Richtung Itonskopf. Gell? Ja. Das sind etwa über 1000 Höhenmeter, nicht ganz 3 Stunden. Kennst du den Itonskopf? Kenne ich einen, aber gesagt habe ich noch nie von live. Also ich bin schon ganz gespannt. Ja, das packen wir locker, aber ja, gehen wir nicht schnell. Bitte. Nein, vom Kopf sehen wir. Du bist voll im Training da. Ich auch ein bisschen, aber es sind ein paar Jahre dazwischen. Da kann man sich fahren. Wird es mehr fein fahren mit dem. Ja, das stell dir vor. Ein bisschen Schnee fehlt, sonst wäre es gerade schade um das. Wow, schau hinten. Das hast du nur im Mund davon. Weißt, schau mal an da. Jetzt hat unser Mittagskopf, Schwarzkopf, Sulzfluh, drei Türen, Drusenfluh, dann ein Saulerkopf. Und Zimber tut sich noch ein bisschen zieren. Ein paar Wölkchen sind noch oben auf der Zimber. Aber wir gehen rein ans Kopf. Das ist jetzt frei. Da haben wir das herum und gehen los. Komm mal los. Wie viel Mal bist du den Weg schon gegangen, du Itzi? Wow. Ich glaube sicher. Also bis zum Fritzensee sicher 5 bis 10 Mal. Das ist eine schöne Gegend. Ja. Wenn man einfach humisiert, gell? Das ist schon lässig da oben. Die Wiege des Montafons, Bartlomeeberg. Das darf ich als Innerflatter natürlich jetzt nicht zugehen. Ja. Aha, schau jetzt da. Da geht's auf, ja. Wo gehen wir jetzt da? Aha. Ja, da kommen wir mit dem historischen Bergwerk vorbei. Gut, kommen wir ein bisschen im Wald. Ja, ein bisschen was anderes. Machst du das, weißt, im Rahmen von deinem Training auch ein bisschen so Bergläufe und so? Ja, man versucht es schon immer mit einzubauen. Zwischendurch haben wir normal immer ein geführtes Bergtraining mit den Trainern vom Olympiazentrum. Ach so? Ja. Da haben wir zum Glück noch so kleine Berge im Unterland. Du, ich hoffe, dass jetzt heute nicht gerade ein Tempo vorlässt. Weißt, mit einem Weltcup-Sieger kann ich schon nur mitheben. So ehrlich bin ich. Nein, bei uns kann man die Aussicht genießen, da muss man nicht so schnell aufbringen. Wir genießen den Mund davon. Eben. So. Aussicht unten, hä? Schön. Schön tunen rein. Da haben wir was Typisches für das Montafon. Hey, ganz alte Zutechnik. Wie heißt der zu? Ein Schragerzu. Ja, man sieht es nicht immer so viel, aber schon toll. Ja, dass es es noch gibt, weißt du? Aber Ritzig, die Abkürzung, die hat sich jetzt ausgezahlt. Ja, ist wirklich schön. Jetzt sind wir gleich einmal im Fritzensee drin. Herrlich. Haben wir es gleich geschafft. Ja, halt erste einmal Zwischenstation. Ein Teil, gell? Ja, sicher. Von den 1000 Höhenmetern, die wir haben. Aber so heiß ist es nicht, dass wir gleich springen. Aber herrliche Temperatur. Ja, aber gerade recht. Da hocken wir da ein bisschen an, schau da. Geht recht für eine Pause. Oder? Ja, schaut uns auch zu jetzt. Ja, ich kann dir auch sagen. Es ist einfach ein schönes Plätzchen hier auf dem Fritzensee, gell? Ja, lasst es gut aus, hier da hinten.
Ja, überhaupt ein Montafon. Ja, sicher. Haben wir es am Fenster, oder? Du bist ja ein Montafon. Ja, ich bin aufgewachsen im Geschoren bei meinen Eltern. Mhm. Ich bin in Rudolf Hanse. Und ja, da groß war er nebst der Bar eigentlich. Toll. Ja. Ja, und du hast zwei Brüder? Genau, der Gino und der Luca. Die sind auch beide mit dem Snowboardsport eigentlich groß geworden. Aber einer hat jetzt Medizin studiert, das ist der Gino, oder? Der Gino, genau, hat schon ein bisschen eine andere Richtung eingeschlagen. Er hat ein Studium gemacht, wo er verletzt war. Und dann hat er natürlich irgendwie mit dem Sport hören müssen, weil Bez hat sich dann nicht verbinden lassen. Mhm. Und wie heißt Mama? Mama ist Katrin und Papa ist der Hanno Hämmerle. Du, und warum haben die alle drei, was? Alessandro, Gino, Luca, das ist ja Italophili. Ja, ja. Er ist Witz von der Mama-Seite. Ah, ja, die hat italienische Wurzeln. Ja, ja, aber weißt du, rassige Bursche. Ja. Ganz rassig. Mit dem Namen ist es ein bisschen mitgekommen. Du, Name, warum sieht man zu dir Itzi? Das kommt ja, auch von den Eltern. Das kommt von dem Itzi, Bizzitini, meine Lehrle. Honolulu Strampi. Ja, genau. Oh, uralt. Ja. Ach so, toll, aber schön. Du, kannst du dich noch erinnern, was du mal werden willst? Was ist jetzt Frage. Beruflich, als Kind? Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann irgendwann gleich mal einen Profisportler werden wollen. Aber ich habe jetzt nicht den Traum gehabt, dass ich Astronaut oder so irgendwas wäre. Das war nicht so konkret, aber dann, wo ich Snowboard angefangen habe, hat es sich dann ein bisschen konkretisiert. Dann habe ich gesagt, wow, super, das will ich mal machen. Wie bist du zum Snowboard gekommen? Das war eigentlich ein Zufall. Mein Bruder, der Gino, hat damals von seinem Götti ein Snowboard geschenkt gekriegt. Oh. Ja, zwei Nächte. Und dann haben wir das alle probiert und das hat uns eigentlich sehr gut getaugt. Ich meine, die Anfangsphase ist immer schwierig, wenn man was Neues lernt. Ist beim Snowboarden noch ein bisschen zäh, aber... Ja, ich könnte mir es nicht vorstellen. Wie soll ich sagen, ab einem gewissen Alter empfehle ich es nicht unbedingt zu lernen. Nein. Das haut dich schon ab. Aber zuschauen ist schon schön, gell? Ja, das freut mich. Ja, zuschauen ist was anderes. Ja. Zuschauen habe ich mir jetzt zum Beispiel... bei der Weltmeisterschaft. Oh ja. Habe ich mit dir mitgefiebert. War das, glaube ich. Dort hast du ein Pech gehabt. He? Ja, ist ein bisschen. Ich meine, Pech. Ja, das wäre natürlich auch schön gewesen. Oder auch der hinter dir ist in dem Windschatten. Der ist da gut gefangen gehockt. Den anderen habe ich ihn abdeckt. Aber der eine, der es gewonnen hat, den habe ich von ihm abdecken können in der Schlussgerade. Und den muss man sich auch irgendwie geschlagen geben. Aber ich habe alles da, dass ich vorne bleibe. Aber das ist schon ärgerlich. Da tut man den noch mitfiebern im Fernsehen. Ja, weißt? Das freut mich. Weil, nicht nur mich, da ist ganz vor allem und Österreich. Ja, das höre ich öfters. Das haben viele gesagt, das Rennen. Man lebt es immer wieder auf. Du, wie ist eigentlich mit dem Nachwuchs im Land? Gibt's Im Land haben wir es eigentlich recht gut. Österreich wie kommt auch immer mehr. Es könnte natürlich, wie im Nachwuchs überall, können es immer mehr sein. Aber es kann schon ein paar neue, speziell aus Vorarlberg. Hast du jetzt Urlaub im Sommer? Ich kann es mal ein bisschen richten. Zum Glück, der Körper lässt nicht zu, dass man nur durchtrainiert. Also man muss auch irgendwie eine Pause machen und dann richtet man sich halt die Pausen so, wenn man mal in Urlaub kommen möchte. Geht dann halt meistens nur eine Woche. Länger in Urlaub kommst du nur direkt nach der Saison. Und das ist jetzt Corona-bedingt die letzten zwei Jahre ja schwierig gewesen. Ja, schon ein bisschen. Das heisst, man geht halt irgendwo in der Gegend. Zwar in Österreich einmal, Schlagwing waren wir bei einer Hochzeit vom Mäcki. Mhm. Der hat ja die Frau von der Steiermark. Und dann haben wir das noch ein paar Tage dran gehängt. Gut. Ja. Muss auch mal sein. Und buckelt hast du aber auch etwas die letzte Zeit, gell? Daheim, gell? Was hast du da gemacht? Nicht viel dazu, nicht zum Training, aber wir haben daheim bei den Eltern ein bisschen geholfen. Die haben eine Pension umgebaut, eine Küche umgebaut. Und da muss halt das ganze Zeug aus der Gruft und für das Grobe können wir schon helfen. Aber sobald es an die feinen Sachen geht, sind wir keine große Hilfe mehr. Müssen wir schon gelernt sein. Freunde hast du viel? Ja, jetzt überall ein bisschen verteilt, muss ich sagen. Aber was ist Freunde? Was sind dir die wichtig? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer ein Rückhalt. Ich sage, Freunde sind die, auf die man zurückkommt, genauso wie Familie. Auch wenn es jetzt außerhalb vom Sport erzählt, oder es steht immer zu jedem, egal was ist. Wie schaltest du ab, wenn man irgendwann mal so der Itzi sagt, oh, jetzt brauche ich aber einen Sacker? Ja, ist eine gute Frage. Ganz unterschiedlich. Im Sport schalte ich ja recht gut ab. Aber jetzt nicht immer berufsbedingt. Am liebsten im Winter gehe ich frei fahren, wenn es Tiefschnee hat. Wer schaltet da nicht gut ab, wenn er Tiefschnee fahren kann? Und sonst im Sommer einfach andere Sachen. Ja, mit dem Gemütli vielleicht auch eine Wanderung in den Berg. Ja. Weil das natürlich seltener machen, weil ich meistens recht müde bin. Aber an so einem Plätzchen wie da habe ich schon ab und zu mal abgeschaltet.
Ja, das ist wunderbar. Man hört, ja. Nur, man hört nur die Natur. Gell? Genau. Da wird, ja, herrlich. Denkt man nicht anders. Ist es, es gibt es im Mund davon. Ja, genau. Fiebt man da hinauf. Du bist ja schon 4 oder 5 Mal Sportler des Jahres von Vorarlberg. Ja, genau. Ist das ja toll. Ja, es ist immer eine spezielle Auszeichnung. Also normal kriegst du bei uns, wie soll ich sagen, ich kriege eine Medaille, wenn ich schnell von A nach B fahre. Oder zack, eine Auszeichnung dort. Aber das ist ja was anderes. Da wird man halt dazu gewählt von einem Gremium. Und ja, man sieht schon, also ich speziell sage als viel Supersportler, wie es in Vorarlberg gibt, und dass ich da die Auszeichnung so oft schon gewinnen haben können, ist für mich schon ein Zeichen von Anerkennung, auch speziell bei uns im Land, und das freut mich natürlich sehr, motiviert auch. Ja, natürlich, ja. Darum bist du auch so ein positiver Mensch, du bist schon positiv immer, gell? Ja, muss man schon sein, ja, alles andere bringt ja auch nicht. Nein. Von dem haben wir nicht, ja. Wenn du über den Regen ärgerst, nein, er ist trotzdem da. Er ist da, ja. Es ist schade ums Ärgern. Hast du irgendeinen schönen Moment, was neben dem Sportlichen, wo du siehst, Mensch, das ist es gewesen? Ja, oft einmal erinnere ich mich zurück, wo ich mit dem Fahrrad bei uns schon auf Weg war, Sport die Abendrunde. Dann ist die Sonne so gleich quer über den Berg noch gerade reingekommen. War schon fast ein bisschen so eine Untergangsstimmung. Und da, wo wir gefahren sind, ich weiß nicht, das ist ein kleiner, kurzer Moment, aber da erinnere ich mich oft noch daran zurück, weil es einfach so speziell schön war. Ja. Schön, hä? Ja. Ja, aber weißt du, was so schön ist? Wenn wir jetzt noch weitergehen und auf Richtung Itans kommen. Ja, ich bin schon gespannt. Da können wir nicht mehr Limonade trinken. Ja. Gehen wir uns was dazu? Ja, wohl. Zur Pause. Aber ist ja. Ein bisschen Stärkung muss sein. Ja, das haben jetzt schon alles drin. Ja, alles von Vorarlberg. Ja, ja, ich würde sagen, gehen wir nachher. Ne? Ja, ich würde sagen, laufen wir weiter. Es drückt dann oft einmal, wenn die Berge schon so sagst. Gell? Aber der schaut schon aus. Also allzu ja. Lang kann man nicht. Es sind schon Leute da. Mal, ja, ja. In meiner Welt halten wir unsere Gewässer sauber. Denn in meiner Welt gibt's nur unsere Welt. Und mit der nachhaltigen Geldanlage von Raiffeisen kann auch jeder dazu beitragen, dass die auch in Zukunft lebenswert bleibt. Raiffeisen, meine Bank. Frastanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Traumhaft, oder? Oh. Wow, ist das schön. He? Ja, Bergheil. Bergheil, Franz. Schau an, mit dem Mund davon. Traumhaft.
Wunderschön da oben mit dir, gell? Ja, ist ein schöner geschafft. Berg, gell? Hintonskopf. Auf 2068 sind wir da. Ja, ich muss sagen, ich bin eben noch nie oben gewesen. Ich bin dir das erste Mal gefahren. Das freut mich. Ja. Das ist wieder ein Stück Mutterfuß. Ja, ein schöner Rundumblick. Sagst du, das Kloster da auch noch? Aus dem Waldau weit. Da rein ein paar Wolken plagen uns, aber es. Aber jetzt schauen wir mal an, jetzt, wenn wir hier aufs Hochjahr oben sind. Ja, der Blick ist frei, gell? Und was fällt dir ein, wenn du jetzt hier oben schaust und du denkst, der Schnee? Ja, das sah ich schon die Strecke. Ganz Land ist hinter dir gestanden. Ja, das war so. Dann bist du angepolzt, du mein lieber Mann. Du. Das ist schön, wenn man so Erinnerungen hat an grosse Momente. Gell? Das ist speziell, oder? So Heimrennen für mich immer, wenn ich im Unterfuhr schlafen kann, kurz vor der Haustür, man kennt, wo man gerade essen kann, wo man vielleicht ein bisschen extra Krampf tanken kann. Man kennt auch alle Leute, oder? Ja, am Rand der Piste, und es gibt nochmal extra Kraft und Motivation. Da musst du ja trainieren, du bist ja jetzt schon fest dran. Gell? Ja, ja, also das geht eigentlich. Ja, eigentlich durch. Oder? Im Frühjahr hast du mal ein bisschen Pause. Jetzt, Corona-bedingt, haben wir halt nicht wirklich in Urlaub fahren können. Mhm. Hast du einen persönlichen Trainer? Ja, mehr oder weniger. Im Olympiazentrum haben wir einen Trainer, der ist eigentlich auch nur für mich. Also nicht nur für mich, aber hat eine andere Gruppe auch. Aber der macht das Trainingsprogramm? Genau, der programmiert das ganze Training, plant es mit dir durch. Man ist da immer im engen Kontakt. Und schaut, ob man alles richtig macht, dass es immer schön streng ist. Also zu langweilig wird es nicht. Ist alt schon Richtung Olympia? Weiter. Ja, schon viel. Schon viel. In Peking sind sie es, gell? Ja, in China. Ich glaube, du wirst Olympiasieger. Ich hoffe es, aber ja, bei uns im Sport hast du Tummel heben! Eben, Tummel heben muss man viel, weil man hat es nicht im Sack. Wir gehen alles, dass es gut läuft. Und ja, der Rest kann ich nicht beeinflussen, wie es denn sein wird. Du bist beim Bundesheer. Ja. Bundesheer ist eine tolle Sache, gell? Die Bundeswehr ist jetzt schon seit ein paar Jahren ein grosser Unterstützer von mir. Ich glaube, ohne die wäre speziell am Anfang ja nicht viel möglich gewesen im Sport. Oder? Ist halt ein bisschen, wie gesagt, eine Stütze, speziell in jungen Jahren und auch jetzt noch, wo man zurück kann, wo man trainieren Sicherheit, kann. Genau, und einfach Sicherheit. Du willst ist dein Heimat-Skiverein? Ja, Eszeger Schorn. Eszeger Schorn, hey! Das haben wir jetzt leider nicht um. Ja, leider, aber man sieht hinter. Ja. Du bist aber auch Mitglied bei der Montafoner Sportlerfamilie. Genau, die ist vor ein paar Jahren ins Leben gerufen worden. Ich glaube, ich, der Mäcki und der Gino waren welche von den ersten Sportlern, die dabei sein können. Und die Familie wächst und wächst, was für uns natürlich sehr schön zum Sache ist, dass immer mehr Sportler aus dem Tal gefördert werden und auch ihrer Leidenschaft folgen können. Mäcki ist der Markus Schreider. Ja, genau. Markus Schreider wohnt jetzt raus. Ah, wir fast um jetzt. Ja, hör auf, bei dem sehe ich immer noch den Sturz. Nein, hör. Das nach und nach. Ja. Puh. Jetzt kennst du das Berge Plus Programm im Unterfuhr? Ja, das ist ganz einzigartig bei uns. Was genau ist, müssen wir dann auf der Homepage beim Unterfuhr schauen. Ja, eine Vielfalt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Bitte für jeden etwas. Warum soll man ins Unterfuhr kommen? Ja, wir haben glaube ich, einfach eine Vielfalt der Möglichkeiten. Erstens mal die schönen Berge, wie man hier gerade sieht, wo wir sind. Und man kann einfach super wandern, biken und auch klettern gehen. Du bist auch Botschafter von der Industriellen Vereinigung von Arlberg. Ja, genau, da bin ich angefragt worden. Und das ist für eine gute Sache, weil ja, die Industrie bei uns im Land wichtig ist, vor allem für die Menschen, die hier leben. Itzi, was hättest du jetzt für eine Botschaft für unsere Zuseher? Ja, ich kann nur sagen, Connys Mutter Fuh, schauen Sie ja an, die werden sich nicht bereuen. Wirklich nicht bereuen. Ja. Schau, jetzt kommt die Sonne, du siehst es. Ja, also es ist wirklich wahr. Als ob es geplant wäre. Ja, genau. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Mit einem dreifachen Weltcup-Sieger auf dem Berg, das ist eine Herausforderung für ein älteres Modell. Aber es war toll, du hast uns Einblicke gegeben, private, sportliche. Ja. Ich wünsche dir alles Gute generell. Aber für Olympia. Danke. Wir ziehen mit, wir heben alle Tummer da und mit. Tummer drücken wird es brauchen. Gell? Ja, ich sage vielen Dank. Aber du schaffst. Ja, es kommt schon gut. Ich sage vielen Dank, super gsi. Ja, liebe Zuseher, das war jetzt die Begegnung am Berg mit dem Alessandro Itzi Hämmerli, Weltcup-Sieger, dreifacher Sportler des Jahres, ein sympathischer Kerl. Ein Typ, wie jede Schwiegermutter sich wünscht für ihre Tochter. Aber er ist vergeben. Muss er leider enttäuschen. Ich hoffe, er ist schon glückliche Schwiegermutter. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg. Bis dort, Anne. Tag gut leben, genießen Sie.